Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Es geht spannend weiter, werte Freunde. Und wir haben, ich habe ja eigentlich gesagt, wir sehen uns beim Kampf wieder. Aber ich bin jetzt noch mal kurz im Menü vor dem Kampf mit dem Präsidenten, mit dem Double. Und möchte euch kurz was zeigen. Ich habe jetzt mit dem G-Returner, habe ich die beiden da zurückgeholt. Leider sind sie jetzt relativ schwach noch auf den Beinen, wie ihr an den HP seht. Aber das wird sich jetzt wieder mit der Zeit bessern. Es gibt normalerweise auch G-Potions und so, aber das habe ich jetzt noch nicht. Ja. Nur so viel dazu. Jetzt sind sie jedenfalls wieder da, bekommen AP und so weiter und so fort. Das ist mir natürlich beim Endgegnerkampf gerade wichtig. Auch wenn ich sie jetzt wahrscheinlich nicht einsetzen werde, weil sie eben so, ja, knapp dabei sind. So, was ich euch aber auch noch zeigen wollte, hier sind ein paar Items, die man benutzen kann. Das möchte ich euch eben mal zeigen. Zum Beispiel haben wir die Fischflosse. Was wir von diesen Wassergegnern bekommen haben. Die Flosse eines Ozeanfisches. Nichts passiert, okay. Es gibt aber auch Ausnahmen. Gibt es eines giftigen Monsters? Das wird auch nichts sein. Hier hätten wir die Waffen-März-Zeitschrift. Und das werden wir uns jetzt einfach mal angucken. Weil das haben sie eigentlich ganz hübsch gemacht, finde ich. Waffen-März-Ausgabe. Diesmal stellen wir die Basiswaffen vor. Die Gunblade ist eine neuartige Waffe. Das Basismodell ist der Revolver. Nicht sehr wirkungsvoll, aber zuverlässig. Benötigte Items, Zaubersplitter und Schraube. Ja, genau das müssen wir unbedingt mal bei einem Waffenshop machen, denn sobald wir diese Ausgaben haben, können wir uns die jeweiligen Waffen kaufen, wenn wir natürlich diese benötigten Items haben. Yo, ich bin mir jetzt unsicher, ob das hier die Standardwaffen sind, die wir eh schon haben. Oder ob das neue sind. Das müssen wir dann unbedingt mal rausfinden. Es gibt viele Menschen, die ihre Faust als Waffe einsetzen, aber eine blanke Faust richtet nur begrenzten Schaden an. Diese Metallknöchel verstärkt die Wirkung und ist weit verbreitet. Fischloss und Zaubersplitter. Wir merken uns mal die Namen. Revolver, Metallknöchel, dann gucke ich gleich mal nach, ob wir die haben. Nunchakus oder Nunchakus können von Menschen benutzt werden, die weniger kräftig gebaut sind. Die Flegel ist eine verhältnismäßig leicht zu bedienende Waffe, geeignet für Anfänger. Bombersplitter und Zaubersplitter. Peitschen können auch gegen Feinde gerichtet werden, die weit entfernt sind. Die Kettenpeitsche ist eine relativ einfach gebaute Waffe, doch sehr wirkungsvoll. Okay, die Zutaten hätten wir dafür alle, aber wir gucken uns das gleich mal an. Hier haben wir zum Beispiel so eine Sache, bringt Gegner zum Schweigen. Items. Items, die man im Kampf benutzen kann, ist eigentlich auch mal interessant. Magischer Stein, ein Stein mit sehr viel starker Zauberkraft. Okay, das können wir eh nicht benutzen. Aber hier hätten wir ein Spinnennetz. Ich weiß gar nicht mehr genau, von welchem Gegner wir das bekommen haben. Ich glaube von dieser Raube aus dem Wald, auf der World Map. Und da steht nun, Quistis lernt Hyper Vipra. Das machen wir doch mal. Jo, sie hat's gelernt. Denn Quistis lernt Feindestechniken. Man muss nur dieses eine Item finden und dann ihr geben. Das ist quasi ihr Limit, kann man sagen. Somit entwickelt sie sich weiter. So, großer Dinosaurierknochen, den habe ich ja einmal separat gemacht. Dann haben wir hier mein Hund Nummer 1. Da werden wir dann auch feststellen, was der Gute lernt bei Renoir. Willkommen, liebe Hundefreunde. Dieses Magazin möchte Ihnen Einblick in die Welt der Hunde gewähren. In unserer Erstausgabe wollen wir Ihnen zeigen, wie Ihr Hund Sie vor Feinden schützen kann. Befinden Sie sich in Gefahr, wird Ihr Hund Ihnen zur Hilfe eilen und den Gegner wegstoßen. Der X-Strike, X ist der Name des Hundes, also Angel Strike, ja. Wenn Ihr Hund diese Technik erlernen soll, müssen Sie immer mit ihm zusammen sein. Okay. Ja, mein Hund Nummer 2 gucken wir uns auch gleich nochmal an. Das habe ich ja da hinten erst noch holen müssen. Das machen wir eben ganz schnell. Ich werde diese Item, diese Bücher und so, werde ich immer lesen. Wenn euch das auf den Keks geht, dann könnt ihr mir das mitteilen. Das hat sich jetzt halt ein bisschen angesammelt. In Zukunft werde ich das deutlich, zügiger machen. Ich habe selbst vergessen, dass man da so nette Background-Infos kriegt. Ich stehe eigentlich auf sowas. So, da haben wir meinen Hund Nummer 2. Das gucken wir uns noch schnell an. Nimm mal diese Hundebilder, sind doch süß, oder? Denken Sie in Gefahrensituationen manchmal nicht, hilf mir lieber, anstatt den Gegner anzugreifen? In solchen Fällen sollten Sie dem Hund diese Technik beibringen. Ihr Hund holt Ihnen Tränke, wie zum Beispiel Potions, und bringt sie Ihnen. Sie brauchen nicht einmal einen Vorrat anzulegen. Ihr Hund findet sie irgendwo und wendet sie automatisch im Kampf an. Die Angel Vita, eine sehr nützliche Technik. Klingt wirklich gut. So, damit haben wir das durchgeackert. Ich werde es übrigens mit den Fragen immer so machen. Ich habe gesagt, in jedem Part ein Test. Ich mache das aber erst, wenn ich auf euer Kommentar eingehen konnte. Ihr solltet da ein bisschen mitraten und mithelfen können.
Und ich sag's mal so, nee, das sage ich nicht. Sorry. ich hätte gerade den Vorschlag gehabt, ich werde immer den Typ, der als erstes die richtige Antwort sagt, wo ich den Fehler gemacht habe, den werde ich dann namentlich nennen. Aber ich möchte nicht, dass das dann zu einer Google-Org hier bei euch wird. Macht einfach just for fun mit. Ich werde vielleicht mir irgendeinen rauspicken. Immer mal wieder jemand anderes. Der dann offiziell gegrüßt wird. Aber natürlich dürfen sich auch alle anderen Beteiligten gegrüßt fühlen. Wenn es darum geht, den Ziehtest zu schaffen. So, jetzt habe ich genug gelabert. Ich mache jetzt nochmal einen kurzen Cut. Und wir sehen uns gleich munter flockig beim Endkampf gegen das Double. Yo, Freunde, und da sind wir schon im Kampf gegen das falsche Präsidenten, gegen das Double einfach. Ja, hereingefallen, ja, das kennen wir schon. Wir legen jetzt los, diesmal mit den GFs, damit die auch schön leveln. Aber natürlich werde ich sie nicht aussprechen, ich werde euch Diabolos zeigen. Und gut, ich sehe gerade, die haben sich ja doch schon relativ regeneriert, muss ich sagen. Ich glaube, mit jedem Schritt regenerieren die schon wieder HP, die GF, weil die hatten, als ich sie wiederbelebt habe, nur 100 noch was, ihr erinnert euch. Und jetzt haben sie schon wieder 400 noch was. Sehr nice. Gut. Dann retzen wir natürlich auch hier alles rauf, was geht. Da wird sich der Präsident freuen. Aber naja, ich finde das schon krass, wie weit die da gedacht haben. Ich meine, der Plan von Renoir fand ich jetzt nicht wirklich niveaulos, ganz ehrlich. Der war gut durchdacht. Gut, die Ausführung war ein bisschen bescheiden meinerseits, aber dass die damit gerechnet haben und da extra einen Double reingesetzt haben. Meine Güte, was macht denn gerade der echte Präsident, wenn die da so einen Umstand gerade herzaubern? Das würde mich mal interessieren. So, das ist jetzt Diabolos. Ja, 70 und der Kerl wackelt ganz komisch wild um sich her. Man hat es ja schon gemerkt, er hat sehr, sehr komisch geredet und ich fürchte, das hat seinen Grund. Da ist nämlich irgendeine Missgeburt. nice. Verdammtes Biest! So, da ist jetzt eine neue Figur. Jetzt gucken wir mal, was wir von diesem Namtal Utok ziehen können. Nämlich zwei neue Sachen. Gleich mal lagern. Vielleicht ist es ja was Wichtiges. So, aber jetzt erstmal Siren anfeuern. Das dürfte gegen so einen Gungifier genau das Richtige sein. Interessant, interessant. So. Komm, noch ein bisschen anfeuern hier. Tak, 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 tak. Ja, ist auf jeden Fall besser wie zuvor, aber jetzt möchte ich erstmal Thrawn, definitiv. Ja, Diabolos ist so eine Sache, den kann man in Endgegnern kämpfen für gewöhnlich vergessen. Oh, fehlgeschlagen, ich glaube, es hackt bei dir, ich weiß nicht, was das ist. Okay, der Schaden ist noch relativ in Ordnung. Aus Kroll kann das sicher. Und wir bekommen Tobsucht, okay. Dann würde mich natürlich auch noch das vierte interessieren. Die anderen zwei Doppel- und Medica sind natürlich auch verdammt viel wert. Würde ich jetzt alleine spielen. Was haben wir hier? Moment. Zombie. Ja, gut, das passt. Zombie-Status. Wir werden jetzt erstmal Xel heilen. Und jetzt wieder die GS raushauen. Wir könnten eigentlich schon wieder Wetzerkoppeln machen. Weil Diabolos in einem Endgegnerkampf ist nicht so der Knüller, denn er macht eben dieses Gravitas, einen prozentualen Schaden, was ja an für sich gut ist, aber Endgegner sind dagegen in der Regel immun. Deswegen werde ich ihn jetzt nicht weiterhin machen. Ah, jetzt hat er mich stumm gemacht, damit kann Skoll keinen... Oh, Drecksack. Jetzt müsste ich erstmal diesen Stummzauber entfernen, ansonsten könnten wir nur ganz stupide angreifen, wie ihr seht. Das ist ein... sehr, sehr nerviger Zustand in Final Fantasy 8.
Und angreifen ist ja momentan nicht so der Bringer. Naja, machen wir weiter mit den GFs. Bei den anderen beiden zumindest. So. Schön anfeuern. Ja, ich bin echt mal gespannt, worauf das Ganze noch hinauslaufen wird. Jetzt nach dieser quasi gescheiterten Mission. Ob wir dann gleich eine Folgemission bekommen. Und vielleicht mal an Ort und Stelle gehen. Zum echten Präsidenten gucken, was da überhaupt los ist. Die ganzen Aktionen des Feindes sind ja momentan sehr, sehr fragwürdig, muss man sagen. Da ist jemand ein bisschen anfällig gegen Feuer. Würde ich mal so meinen. Also wenn es mit den konventionellen Angriffen nicht klappt, bei den GF sind wir momentan verdammt gut dabei. Sehr geil. Dann machen wir es doch gleich nochmal, wenn es so gut läuft. Ja, und Siren mache ich einfach aus dem Grund, damit die Empathie steigt. Das nervt mich einfach, wenn das so lange dauert. Lalalala. So, ich kann jetzt endlich mal anfangen mit den Grüßen. Denn verdammt viele Leute schauen sich das Projekt an und kommentieren. Das macht mich so überglücklich. Und es freut mich einfach, dass jetzt endlich wieder die andere Zielgruppe drankommt, sage ich mal. Ach, ja, wenn ich rede und abgelenkt bin, dann kriege ich beim Anfeuern nichts gebacken. Weil ich habe ja mich primär ein bisschen um Horror gekümmert. Und einige von euch, die mich damals wegen Lost Odyssey zum Beispiel abonniert haben, haben jetzt momentan keinen Spaß daran. Also manche zumindest können mit Horrorspielen eben nicht viel anfangen. Aber es freut mich total, dass einige trotzdem mir treu geblieben sind und sich jetzt auf dieses Projekt hier gefreut haben und sich dem jetzt voll und ganz widmen. Das freut mich total. Da wäre zum Beispiel Witt 1991. Von dir weiß ich, dass du dich wirklich schon bevor es losging, schon die ganze Zeit drauf gefreut hast. Und jetzt ist es endlich soweit. Danke nochmal für deine Kommentare bisher. Freut mich absolut. Ich lese mir wirklich jedes Kommentar durch, Leute. Es ist natürlich mittlerweile so, dass ich nicht mehr auf jedes einzelne eingehe. Aber glaubt mir, ich lese jedes. Ich lese zum Beispiel auch das von Haruka Hatake. Danke an dieser Stelle. Deine Kommentare. Und gut, der Endgegnerkampf ist vorbei. Ich werde sicher in den folgenden Parts noch mehr Leute grüßen können, weil mir das einfach am Herzen liegt, euch da ein bisschen einzubinden. So, Zombie-Puder. 20 HP, sehr nice. Da bekommt der Ifrit schon mal das HP-Kopplung. Die HP-Kopplung. Oh, und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Puh. Das war tatsächlich ein Präsidentendubel. Es regt mich auf, dass wir darauf hineingefallen sind. Infos, Infos. Hört gut zu. Ich weiß jetzt, was der Präsident vorhat. Wirklich? Er will zum Fernsehsender. Das sind extrem viele Soldaten. Fernsehsender. Und der eine Sendeturm wurde angemacht. Eine wichtige Ankündigung. Fernsehsender? Warum denn ausgerechnet den Timebar? Von Galbadia klappt das doch genauso gut. Chef, hat das was mit dem dolle Zendeturm zu tun? Was ist denn das schon wieder? So, ich denke, die quatschen sich jetzt aus. Ah, okay. Im Fürstentum Dorlet steht ein Zendeturm, mit dem Funkwellen gesendet werden können. Er war zwar lange nicht in Betrieb, wurde aber von den Galbadianern reaktiviert. Aha, verstehe. Der Sender in Timebar ist der einzige, der Funkwellen sendet. Alle anderen Sender benutzen HD-Kabelanschlüsse. HD an? Interessant. Und was hat das zu bedeuten? Sie machen Rundfunksendungen. Dadurch erreichen sie auch Gebiete, die keinen Kabelanschluss haben. So viel weiß ich auch. Ich wollte fragen, was genau der Präsident übertragen will. Ja, das würden wir alle gerne wissen. Es muss was Wichtiges sein. Was verdammt Wichtiges für den Umstand. Warum will er Funkwellen benutzen? Er möchte etwas weltweit senden. Auch in Gebiete ohne Kabelanschluss. Was könnte das sein? Frieden auf der Welt. Schön wär's. Hm.
Funkwellen gibt es seit 17 Jahren nicht mehr. 17 Jahre. Wenn die Unabhängigkeitserklärung als erste Meldung gesendet wird, wäre das ein Wahnsinn. Hey. Vielleicht klappt das sogar. Wir sollten uns das mal überlegen. Das klingt wieder nach einem ziemlich interessanten Plan, aber ich weiß ja nicht. Kleinen Moment. Das könnte nicht so einfach werden. Ich glaube, da haben die Galbadianer was dagegen. Ja, lassen wir die Jungen mal kurz quatschen. Selfie, was meinst du dazu? Dürfen wir noch nicht nach Hause? Was steht eigentlich in dem Vertrag? Check das doch mal, Chef. Ja, mal gucken. Ich fühle mich ja eigentlich gerade ganz wohl. Das soll eine Besprechung sein? Ja, ich, ein Zeitungsartikel. Nee, den haben wir schon gelesen. Ja, komm, was ist jetzt hier los? Hallo, dürfen wir gehen? Wir sind fertig. Eine neue Mission. Zeig mir vorher mal den Vertrag. Ja, klar. Ah ja, da ist er, ja. Ach, ich finde diese Bewegungsanimation einfach so schön detailliert und verliebt gemacht. Was steht da? Der Balamgarten, der Auftragnehmer, trifft hiermit eine Vereinbarung mit der Waldeule-Auftraggeber über die folgenden Punkte. Der Auftragnehmer verpflichtet sich hiermit dazu, sämtliche Missionen und Aufträge zu erfüllen, unabhängig von dem Aufwand und deren Folgen, mit der... Keine Peilung. Wie? Den habe ich auch nicht verstanden. Als ich dem Direktor das sagte, hat er mir diesen neuen Vertrag geschrieben. Okay. Eigentlich war der gar nicht so unverständlich bis jetzt, aber okay. Euer Direktor ist wirklich nett. Was steht da jetzt drin? Sehr geehrte Waldeule, dieser Vertrag zwischen Ihnen und der Seeds ist so lange gültig, bis Timer seine Unabhängigkeit wiedererlangt hat. Hallo? Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Das ist ein außergewöhnlicher Vertrag. Wir können keine zusätzlichen Seeds schicken. Erzählen Sie bitte auch niemanden von diesem Vertrag. Balamdirektor Sid Kramer. Hallo, hast du den Allerwertesten offen? Wir wollen auch irgendwann nochmal nach Hause. Was ist denn das für eine mördermäßige Mission für uns Anfänger? Oh ja, klar, unabhängig. Okay, gut, machen wir halt. Bis Timer unabhängig wird? Ist das ein Witz? Ihr seid doch Profis, keine Widerrede. So, wer geht jetzt mit? Ich sammle Informationen. Oh, mein Magen. Ja, war ja klar. Renoir, lass einfach die Flacht pfeifen und wir gehen. Wer von uns geht zum Fernsehsender? Okay, das dürfen wir jetzt wohl auswählen. Alle bis auf Quistis natürlich. Ich werde Rino auf jeden Fall dabei haben wollen, weil sie neu ist. Dann ist die Frage Selfie oder Xell. Ich werde jetzt mal Xell mitnehmen, weil ich gerne diese Selfie-GFs, die würde ich gerne Rinoa geben. Ich weiß nicht, es ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, die weiblichen GFs einer Dame zu geben, aber ich finde, das ist einfach ein bisschen passend. Warum ist er eigentlich jetzt so blau geschrieben? Heißt das, er muss mit? Oder ist er nur ein bisschen im Low-HP-Bereich? Nee, ich denke, er muss dabei sein. Keine Ahnung. Machen wir uns einfach weiter. Ja, und da ist die Gruppe neu festgelegt worden. Werden wir gleich mal wechseln. Ja, super, hey. Ich glaube, wir werden den Balamgarten so schnell nicht mehr wiedersehen bei der Mission. So, wie machen wir das jetzt nochmal? Wie kann man das nochmal mit einem Trupp tauschen? Ich glaube hier. Rinoa tauscht mit Selfie. So. Nochmal ein kurzer... Ja gut, ich muss auf jeden Fall jetzt sie nochmal koppeln, denke ich mal. Obwohl, sie hat wirklich alles übernommen. Sehr gut.
Trotzdem noch einmal zur Sicherheit. Ability vielleicht noch? Ah, passt alles. Sehr, sehr gut. Dann haben wir bei den GFs... Jemand hat noch was fertig gelernt. Ich glaube, es war Ifrit. Genau. Der Gute wird was anderes lernen, nämlich Element Abwehrkar. So. Ja, ich stehe einfach drauf. Okay. Das lief ja mal gut. Gut, gut, gut. So, beim Präsidenten haben wir auch brav gezogen. Da kam nichts Neues. Genau. Von daher, neue Gruppe, neues Ziel. Selfie, was machst du hier jetzt noch? Ja, das frag ich dich gerade. Ja, okay, dann steht sie halt blöd rum. Kann ja da den Ton ein bisschen beschäftigen. Ein bisschen ablenken von seinen, ach so, schlimmen, gravierenden Magenschmerzen. So. Der Sender, den erreicht man einfach mit der S-Bahn. Leider fährt zurzeit weder die S-Bahn noch die Fernbahn. Die ganze Bahnverbindung ist lahmgelegt. Das ist nicht so wild. Fragt einfach in der Stadt. Ja, wir wollten sowieso endlich mal in die Stadt. Bereit? Ja, ich denke schon. Wir haben nämlich Rinoas Buch geholt und ansonsten war hier nichts mehr. Von daher, raus hier. Viel Glück, ich werde hier warten. Ja, jetzt kommen wir endlich... was ist hier los? Jemand spioniert in... unserer Uniform herum. Er hat sich über den Besuch des Präsidenten informiert. Er fiel uns sofort auf, weil er über jede Einzelheit nachgefragt hat. Okay. Wer könnte das sein? Ich habe den Verdächtigen gesehen. Er hat kürzlich 3 Jugendliche aus Balamp irgendwo hingeschleppt. Ach so, den meinen die. Ich werde jetzt alle verdächtigen Jugendlichen abchecken. Ja, super. Kommt nicht in Frage. Ihr wollt doch nicht jeden einzelnen... dem Bürger dürft ihr nichts. Den Präsidenten entführen. Das ist eine Kampfansage gegen Galbadia. Wir werden sie finden und ins Gefängnis stecken. Okay. Tja. Lasst mich... wenigstens zu Ende reden. Ja, sweet. Sehr sweet. Yo. Und da sind wir jetzt wahrscheinlich wieder zurück in Timebar. Jawohl. Jetzt kann ich endlich mich auffrischen, was Waffen und so angehen. Aber auch endlich mal wieder Triple Triad spielen, was jetzt schon 2-mal in Folge leider ausgefallen ist. Das tut mir auch leid, aber was will man machen? Jetzt weiß ich es wieder. Der Fernsehsender müsste hinter dem Timebar Maniacs Gebäude zu sehen sein. Okay. Geht einfach in diese Richtung. Ich habe aber nicht gesagt, dass dort ein direkter Weg hinführt. Was? Beeil dich, verdammt, die Galbadianer kommen. Okay. Seid bitte vorsichtig, hier lauern überall Soldaten. Das Hotel könnt ihr nicht benutzen. Wenn ihr euch, wenn es euch schlecht geht, probiert bitte die Träne der Eule aus. Die bekommt ihr vom Alten neben dem Bahnhof. Aber ihr sieht, seid ja stark und braucht sowas nicht. Ah! Tja, mein Freund, jetzt kannst du laufen. Nehmt mich bitte mit! Yo. Ja, nett. Heißt das, wir haben jetzt Zufallskämpfe in Timebar? Das wäre nervig. Ganz ehrlich, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. So, ich laufe jetzt natürlich nochmal absichtlich zurück. Da hat ja auch irgendwas gemeint von der Träne der Eule. Ob das hier jetzt war, oder ob der Pet Shop jetzt offen hat, das könnte natürlich sein. Die Bahn Richtung Balamp ist außer Betrieb. Okay, wir wollen sowieso nicht nach Balamp zurück. Wir haben hier noch eine Mission. Herzlich willkommen, wie gefällt dir Timebar? Ich glaube, da haben wir schon gesprochen. Ist hier noch was? Ich verkaufe schon seit Ewigkeiten Souvenirs, aber ich habe jetzt nichts mehr, was ich verkaufen kann. Okay, das war anscheinend nicht der Typ mit dem Tränen der Eule. So, der Hund spricht nicht mit uns. Alles andere wäre auch gruselig. Hallo Junge, redest du mit uns? Ah, tatsächlich. Zufallskämpfe in Timebar. Juhu, ich habe ja so viel Bock. Aber das ist eine gute Gelegenheit, um offline ein bisschen zu leveln. Ich hoffe einfach mal, dass die was Neues haben. Oh, auch interessant. Sehr selten in Final Fantasy, aber hier wirklich wahr. Zustände werden übernommen. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Squall jetzt immer noch stumm ist. Interessant. Ja, schade, der hat leider nichts Besonderes für uns. Da
kann ich mal eben... Ach Gott, ich muss Squall von seiner Stummheit befreien. Also wenn das echt übernommen wird, dann kann ich damit natürlich nicht leben, das ist klar. So, jetzt ist der Part schon wieder fast voll. Wir haben kaum was gerissen irgendwie, oder? Obwohl, eigentlich ging es. So, wir müssen jetzt erstmal an Medica sprechen. Das geht mir jetzt gerade sehr auf den Keks. Ich habe bloß, ich habe keine Medica. Zumindest sie hat keine. Okay. Dann darfst du nochmal... Oh, nee. Ist fertig mit Lagern. Okay, dann greif an. Greif zum ersten Mal an. Was hat sie eigentlich für eine Waffe? Was ist denn das? Ah, sehr nice. Oh, der Schaden ist ja mal... Höchst nice, 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 nice. Ach, ich mag sie einfach. Aber das sage ich viel zu oft. So. Dann ist er eben schon tot. Jetzt konnte ich gar nicht den Status entfernen. Das mache ich jetzt eben in Inventar schnell. Habe ich überhaupt sowas? Potion Phoenix? Megapille. Kuriert unnatürliche Zustände. Habe ich aber nur zwei Stück davon. Ach komm, ich mach's jetzt einfach. Weg damit. Ach, deswegen stand er auch in Blau da, wegen dem Zustand. Ich verstehe. Luke, mein Luke. Ich bin froh, dass Luke wieder da ist. Ja, da war er ja eingesperrt in dem Pet Shop. Das wiederum bedeutet wahrscheinlich, dass der Pet Shop jetzt offen hat. Jawohl. Gucken wir mal rein. Ja, bei Shops ist es immer so gemacht. Da gibt es kein Innengebäude sozusagen. Man kommt einfach sofort ins Menü. Gucken wir mal. Denn im... dem guten Pet Shop gibt es auch Dinge für unsere GF. Ja, wer hätte es gedacht? Wir werden da definitiv mal G-Potions kaufen. Ich glaube, ich werde sogar gleich High-Potions kaufen. Nicht übertreiben, drei Stück sollten erstmal reichen. Ein Stall. Halt HP aller GF. Das werde ich mir auch einmal zumindest holen. Das ist eigentlich auch recht interessant. Hier können wir... gibt einer GF die Ability bla bla bla. Das heißt, wenn wir mal was Spezielles lernen wollen, aber die GF hat es eben nicht, dann können wir hier das für viel Geld nachholen. Natürlich ist das hier Quatsch, weil Zauber, GF, Draw und Item, das haben sie standardmäßig. Da kann es aber noch interessantere Dinge geben. Die Vergissmeinnicht, GF-Ability kann gelöst werden. Ich frage mich gerade, warum man das tun sollte. Nee, das... keine Ahnung. Was bringt das, wenn man eine GF-Ability löst? Oder gab es auch negativ? Ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht wisst ihr das noch. Hab ich schon wieder vergessen. Aber was ich mir auf jeden Fall hole, ist natürlich mein Hund Nummer 3 und 4. Das werden wir uns auch gleich durchlesen. Und dann werde ich den Part auch beenden. Wir überziehen sowieso schon wieder ein bisschen. So, lesen wir das noch schnell. Dann geht's das nächste Mal, ja, eigentlich mit einem Gast weiter. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich muss jetzt erstmal speichern, verdammt. Oder ich mach's noch... ach, egal. Wir wollten lesen. Ja, mein Hund Nummer 3. Ich muss hier auch mal Ordnung machen, das merke ich schon. Och, wie süß der Hund. Die Fähigkeiten ihres Hundes hängen mit der Konstellation des Mondes zusammen. Wie romantisch, nicht wahr? Wussten Sie, dass man sich diese Kraft zu Nutzen machen kann? Diese Kraft heißt unsichtbarer Mond. Die Kraft des Mondes macht ihr... Truppe für eine kurze Zeit unbesiegbar. Wenn Sie diese Kraft nutzen möchten, laufen Sie einfach mit Ihrem Hund in der Gegend herum. Okay. Hund Nummer 4 noch. Oh, ein schöner Hund. Mein Hund Nummer 4. Kennen Sie das Gefühl der Machtlosigkeit, wenn Sie von Monstern kampfunfähig geschlagen werden? Auch wenn Sie wiederbelebt werden, passiert Ihnen das immer wieder. Wenn uns jemand helfen könnte, in solchen Fällen nutzen Sie Angel Rivers. Ihr Hund wird mit der Phönixfeder ihres kampfunfähigen Freundes im Nu wiederbeleben. Klingt nice. So, und damit der Hund das auch mal kann von der werten Renoir, gehen wir mal ganz schnell ins hier rein. Okay, das klang jetzt sehr... ja. Sorry. So geht das auch gar nicht. Wie mache ich denn das nochmal? Status, da. Was lernt denn der Hund gerade? Das konnte man doch auswählen. Genau, da lernt er nämlich gerade gar nichts. Das wollen wir nicht. Ich würde gerne diesen unsichtbaren Mond lernen. Der klang eigentlich sehr interessant. Die Truppe wird unbesiegbar. So, Freunde, das war's nun aber. Wir sehen uns dann das nächste Mal... ach, verdammt, ich muss ja eigentlich speichern, bevor ich euch einen Gast präsentieren kann. Sonst wäre das blöd. Kommt hier jetzt nicht irgendwo ein Speicherpunkt? Das Blöde ist, hier sind auch Gegner. Nee, hat keinen Sinn. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 8.